Während eines romantischen Abends beschließt Florian Silbereisen, einen wichtigen Schritt in der Beziehung mit Beatrice Egli zu wagen. Gemeinsam haben sie viele Herausforderungen und Höhen und Tiefen im Leben gemeistert und Florian kann sich eine Zukunft ohne Beatrice an seiner Seite nicht vorstellen. Ich habe viel Zeit damit verbracht, über diesen besonderen Moment nachzudenken und ihn vorzubereiten, und ich glaube, dass es der perfekte Zeitpunkt ist, meine Gefühle auszudrücken. Bevor er sich entschied, die Hochzeit durchzuführen, verbrachte Florian viel Zeit mit sorgfältiger Planung. Er wollte sicherstellen, dass alles perfekt verläuft und einen tiefen Eindruck in Beatrices Herzen hinterlässt. Florian wählte einen besonderen Ort, ein Haus am Strand mit atemberaubendem Blick auf das Meer und den sternenklaren Nachthimmel. Er arrangierte alles sorgfältig, von den Details des Timings über die Beleuchtung bis hin zur Musik, um eine romantische und emotionale Atmosphäre zu schaffen. Der Abend beginnt mit einem privaten Abendessen für zwei Personen. Florian hat Beatrices Lieblingsgerichte persönlich zubereitet und die besten Weine ausgewählt, um Wärme und Intimität zu schaffen. Sie redeten und lachten den ganzen Abend über, erinnerten sich an ihre schönen Erinnerungen und erzählten von der Zukunft, die sie gemeinsam aufbauen wollten. Nach dem Abendessen ging Florian im hellen Mondlicht mit Beatrice aus und sie schlenderten am Strand entlang. Das sanfte Rauschen der Meereswellen und die salzige Meeresbrise sowie der Duft von Meeresblumen schaffen einen poetischen und wunderbaren Raum für diesen besonderen Moment. Florian hat ein Gemälde vorbereitet, auf dem ihre Liebesgeschichte gemalt ist. Auf dem Gemälde wurden sie als zwei über das offene Meer fliegende Gänse dargestellt, die die Freiheit und das Abenteuer des Lebens symbolisieren. Florian wählte dieses Bild, um die Bedeutung ihrer Beziehung und seinen Wunsch auszudrücken, eine Zukunft mit Beatrice zu teilen. Nachdem er eine Weile gelaufen war, führte Florian Beatrice zu dem Ort, den er im Voraus vorbereitet hatte. Es ist ein kleines Holzhaus am Strand mit einem Gemälde in der Mitte. Florian ließ das Gemälde los und sah die Überraschung auf Beatrices Gesicht, als ihr der Inhalt klar wurde. Florian nahm Beatrices Hand und blickte direkt in ihre warmen Augen. Er begann über ihre wertvollen Erinnerungen zu sprechen, über die Herausforderungen und Höhen und Tiefen, die sie gemeinsam erlebt hatten. Er beschrieb unvergessliche Momente, in denen sie gemeinsam lachten und weinten. Florian sprach von seiner Liebe zu Beatrice und von seiner geschätzten und erwarteten Zukunft, die er mit ihr teilen wollte. Beatrice konnte ihre Gefühle nicht zurückhalten, als sie diese Worte hörte. Sie spürte, wie ihr Herz raste und Tränen über ihre Wangen liefen. Florian sprach weiter über seinen Traum, über den Aufbau eines glücklichen und sinnvollen gemeinsamen Lebens. Er sprach über die Veränderung, die Beatrice in sein Leben brachte, und darüber, wie sie die größte Mais sur sa capacité à jouer pleinement le rôle. Viviane était en vacances en Amérique à l'époque et a auditionné sur un coup de tête. Georges a été époustouflé et Viviane a été choisie. Autant en emporte le vent était l'un des films les plus attendus de son époque et de nombreux fans du livre étaient sceptiques quant à la relative inconnue Viviane jouant Scarlett O'Hara. Bien que Viviane ait été acclamée pour son jeu en Angleterre, elle n'en avait presque pas en Amérique. Malgré ce scepticisme initial, peu de spectateurs pouvaient contester le choix de casting de Georges. Après la première du film, le film a été à la hauteur de son battage médiatique, devenant un énorme succès. L'un des aspects les plus populaires du film était la performance de Viviane. Elle est devenue une sensation du jour au lendemain en raison de sa performance en tant que Scarlett O'Hara. Le film a également remporté 13 nominations aux Oscars et 8 victoires. Parmi ces 8 victoires, figurait celle de la meilleure actrice pour Viviane. Peu de temps après le succès de « Autant on emporte le vent », Viviane et Laurent sont divorcés de leurs conjoints respectifs et ont décidé d'officialiser leur relation. Ils se sont mariés, devenant l'un des couples les plus puissants de l'industrie. Bien qu'il puisse sembler que cette période de la vie de Viviane était une victoire massive, il y avait des problèmes dans les coulisses qui faisaient des ravages sur sa psyché.
Bien qu'elle ait apparemment obtenu tout ce qu'elle voulait, elle souffrait également de troubles bipolaires et de maniaco-dépression. Bien qu'il puisse sembler que Vivian Leigh et Laurence Olivier aient finalement atteint leur fin de